Servus, ich bin's, Gerald Brenner, euer Trainer. Habt ihr euch schon einmal gefragt, was mit eurem Bioabfall passiert, nachdem der AWM ihn abgeholt hat? In sauber getrenntem Bioabfall steckt nämlich noch richtig viel drin. Deswegen hat der AWM 2007 eine Behandlungsanlage, eine sogenannte Trockenfermentationsanlage, in Betrieb genommen. Und die funktioniert so. Der angelieferte Bioabfall wird mit bereits vergorenem Material vermischt und in einen Fermenter gefüllt. Das ist ein luftdicht abgeschlossener Behälter, in dem die Bioabfälle zu gären beginnen. Spezielle Bakterienkulturen produzieren dabei methanhaltiges Biogas, das in drei Blockheizkraftwerken zur Produktion von Ökostrom und Wärme verwendet wird. Die Gärreste werden anschließend kompostiert und danach gesiebt, damit daraus Kompost und später verschiedene Erden werden können. Der Kompost eignet sich sogar für den Ökolandbau. Zusätzlich produziert der AWM auch noch hochwertige Münchner Erden für den Landschafts- und Gartenbau oder für Hobbygärtner oder für eure Geranien auf dem Balkon. Denn an vielen Münchner Wertstoffhöfen und am Erdenwerk in Freimann kann man die Erden kaufen. Und so schließt sich der Kreislauf.